Also Forderungen an G20 stellen, finden wir relativ sinnlos. Wir haben eine grundsätzliche Kritik an dieser Gesellschaft. Unser Ziel ist die soziale Revolution. Die G20 sind ein Teil und ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Politikerinnen sind in der letzten Konsequenz austauschbare Gesichter. Das wäre total sinnfrei, an die jetzt Forderungen zu richten. Wir haben keine Forderungen an die G20. Ich glaube, in der Geschichte der Gipfel ist mir nicht ein Gipfel bekannt, der tatsächlich das umgesetzt hat, was er umsetzen wollte. Ich glaube, soziale Veränderung wird auf der Straße durchgesetzt. Die Hoffnung, die ich habe, ist in unsere soziale und globale Bewegung von unten. Ich glaube, dass jeder Motor von gesellschaftlichem Fortschritt und Veränderung immer eine Gruppe von radikalen Leuten war, die gesagt haben, so geht's nicht weiter. Wir glauben nicht, dass man Forderungen an die G20 stellen sollte. Schließlich kann es nicht darum gehen, eine andere Regierung der Welt einzufordern. Und nicht die personelle Besetzung des Verwaltungsapparats ist das Problem, sondern die ökonomischen Strukturen, die es überhaupt erst möglich machen, nur an Stellschrauben zu drehen. Recht haben ist wunderbar. Das Problem ist, es nützt nichts. Um gesellschaftlich wirkmächtig werden zu können, um was verändern zu können, müssen wir ein paar mehr werden, als in unserem sympathischen Bündnis sind. Dafür müssen wir viele neue Leute gewinnen. Die müssen sich nicht unbedingt bei uns organisieren, aber die müssen zusammen mit uns aus wenigstens ähnlichen Gründen heraus aktiv werden. Und dementsprechend nützt mir nichts, die Position zu sagen, die Leute stellen da Forderungen an G20, mit euch will ich nichts zu tun haben, sondern ich glaube, unser Verhältnis wäre eher dazu, wir versuchen die Leute dafür innerlich davon zu überzeugen, dass das nichts bringt und sie stattdessen für Alternativen zu dieser Gesellschaft zu gewinnen.